kann sagen, Dürrien, das heißt kein Problem. Hast du jetzt schon aufgenommen? Hör auf, wie sieht das aus, so von unten? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen täglich Topra. Wie ja gestern angesprochen, werde ich ja heute mit der Chiara ins Kino gehen, in diesen neuen Film von der J.K. Rowling, Fantastic Beast. Ihr seht schon, hier habe ich die Klamotten. Ich werde jetzt gleich duschen gehen. Vorher schmeiße ich mir noch schnell eine Pizza in den Ofen und dann kann ich die nach dem Duschen essen. Und dann geht's auch schon los. So, jetzt wird schnell gegessen und dann geht's auch schon los ins Kino. Ich würde sagen, wir sehen uns dann. Wir sind im Ort angekommen, wo sich das Kino befindet. Jetzt kann ich es endlich erwähnen. Witzigerweise, genau vor 6 Jahren, heute, am 17. November 2010 damals, also falls ihr nicht rechnen könnt, okay, sie macht mit dem Fuß die Tür auf. Sorry! Mortal. Also wie gesagt, genau vor 6 Jahren waren wir auch schon in einem Harry Potter Film. Ja, das hat nicht so geklappt, gell? Ja, ziehen ist ein bisschen schwerer als drücken. Also auf jeden Fall genau vor 6 Jahren waren wir auch hier in diesem Kino, in einem Harry Potter Film. Und ich fand das einfach mega witzig. Ich kann euch auch mal den Post einblenden, den ich damals sogar auf Facebook verfasst habe. Ja, und jetzt gehen wir rein. Und dann schauen wir mal, wie der Film wird. Ich melde mich danach. Man kann sagen, Dürrien, das heißt kein Problem. Hast du jetzt schon aufgenommen? Hör auf, wie sieht das aus, so von unten? Das kommt sowas von rein. Wir sind bei mir vom Haus. Der Film war der Hammer. Also war richtig gut. Richtig nice. Da kann ich nur zustimmen. Mhm. Mhm. Also, falls ihr noch vorhabt, den zu gucken. Schaut ihn euch an, ist richtig gut, richtig gut. Ist dem Harry Potter Universum würdig, muss man so zu sagen. Nee, haben sie richtig gut gemacht, muss man schon sagen. So, und jetzt fährt sie nach Hause. Ich gehe auch rein, weil ich muss ja morgen wieder zu der geilen Maßnahme. Also ich freue mich schon richtig, Mann. Ja, es wird geil. Wieder 8 Stunden rumsitzen, wow. Sie muss morgen arbeiten. Aber ihr macht ihre Arbeit Spaß, mir nicht. Ich meine, ich gehe erst in die Schule und gehe abends arbeiten. Ach so, stimmt, du bist da ja gerade Schule. Hm. Ja, und dann arbeitet sie im Brauhaus des Vertrauens. Ja. Wo ich auch schon mal einen Vlog gemacht habe. Fällt mir gerade so auf spontan ein. Das beste Brauhaus im Umkreis. Hm. Ja, muss man schon sagen, ja. Ja. Auf jeden Fall auch besser als das in Feuerbach. Naja, Freunde, in dem Zuge beende ich jetzt diesen Vlog. Ihr wisst ja, hier links und rechts von mir, ich weiß, ich mach's falsch rum. Nein, machst du nicht. Ja, fürs Video nicht, aber in Wirklichkeit. Ja, aber das ist ja egal. Ich weiß. Ja, also hier links und rechts von mir findet ihr dazu andere Videos. Mein Bild ist der Button zum Abonnieren. Dürft ihr gerne draufklicken, wenn ihr neu seid. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Ich bin total verwirrt in dem Sinne. Bis zum nächsten Video. Fuhaha!